Mein Name ist Tina und ich bin 12 Jahre alt. Ich kenne alle in meinem Dorf und spiele gern draußen. Aber nicht heute. Heute Morgen ist eine Gruppe von Unbekannten in mein Dorf gekommen. Sie haben Waffen und schreien Sachen, die ich nicht verstehe. In diesem Moment sehe ich zum ersten Mal eine Maschinenpistole. Ich habe Angst. Alle schreien und rennen und ich bin auf einmal ganz alleine. Mir wurde gesagt, dass der Krieg angekommen sei und wir weggehen müssen. Alle, die ich kenne, fliehen in den Busch. Ich beginne ihnen zu folgen, aber ich weiß nicht, wo ich hingehe. Es ist dunkel geworden. Ich habe meine Familie verloren und muss auf den harten und kalten Boden schlafen. Dabei ging es mir in meinem Dorf so gut. Seit gestern habe ich nichts gegessen und ich bin sehr hungrig. Ich habe kein Geld, um mir etwas zu kaufen. Kinder wie ich sind in dieser Situation großen Gefahren ausgesetzt. Manche Menschen wollen uns ausnützen. Sie bieten uns Geld an, aber erwarten immer eine Gegenleistung. Die Leute mit den Maschinengewehren wollen, dass wir mit ihnen gehen. Wenn man überleben will, hat man manchmal keine andere Wahl. Aber ich will das nicht, selbst wenn ich kein Geld habe. Ich habe Angst. Ich heiße Nami und bin 10 Jahre alt. Ich bin in diesem Haus aufgewachsen, wo ich mit meiner Familie lebe. Eines Tages hat überall in unserer Region die Erde angefangen zu beben. Das Haus hat nicht angehalten und ist zusammengefallen. Ein Stück der Mauer ist auf meinen Papa gefallen und er ist gestorben. Im Dorf gab es viele Verwundete, aber niemand kann ins Krankenhaus gehen, da es wie meine Schule und viele andere Gebäude zerstört wurde. Da es die Schule nicht mehr gibt und Papa nicht mehr da ist, habe ich angefangen zu arbeiten, um ein wenig zu verdienen, weil wir Geld dringend nötig haben. Meine Arbeit ist sehr gefährlich und jederzeit kann ein Unfall passieren. Aber ich bin gezwungen, weiterzumachen. Trotzdem reicht das nicht, um meine Familie zu ernähren und ich bin sehr müde. Auf der Welt gibt es Millionen von Kindern, die in der gleichen Situation sind wie Nami und ich. Nach einer Naturkatastrophe, einem Konflikt oder einer anderen humanitären Krise haben wir oft keinen Zugang mehr zu Trinkwasser und wir müssen dreckiges Wasser trinken und verwenden. Schwangere Frauen und ihre Babys erhalten keine Hilfe und ihre Situation ist lebensbedrohlich. Aber die Leute von Terre des Hommes sind in humanitären Krisen da. Sie helfen und versorgen zukünftige Mütter, wenn sie Hilfe benötigen. Sie haben uns auch geholfen, die Gebäude in meinem Dorf wieder aufzubauen. Und schließlich haben sie eine Trinkwasserversorgung organisiert, damit wir nicht krank werden. Jetzt muss ich nicht mehr das schmutzige Wasser vom Teich holen. Wir haben auch gelernt, wie wichtig es ist, sich mit Seife die Hände richtig zu waschen, indem man sie aneinander reibt. Ich weiß jetzt, dass ich mich dadurch vor Keimen und Bakterien schützen kann. Ich bin sehr froh, dass ich ein neues Haus habe, wo es warm ist und wo ich mit meiner Mutter und meiner kleinen Schwester leben kann. Wir haben sogar eine neue Toilette. Es werden auch Lager eingerichtet für Menschen, die infolge des Krieges fliehen mussten. Dort konnte Tina ihre Familie und Freunde wiederfinden. Im Fall humanitärer Krisen, wie Nami und ich es erlebt haben, unterstützt Terre des Hommes die örtlichen Behörden, versorgt uns und verteilt lebenswichtige Güter. Wir haben auch Lebensmittel erhalten, sodass alle Familien genug zu essen haben und Kinder nicht mehr arbeiten gehen müssen, um Lebensmittel zu kaufen. Dank Terre des Hommes bin ich gegen die Folgen von Krieg und Gewalt geschützt und vor Leuten, die mich ausnutzen wollen. Und trotz der Naturkatastrophen kann ich wie Milliarden andere Kinder auf der Welt wieder zur Schule gehen und mit meinen Freunden spielen.